Als ich hierher gefahren bin, habe ich Google Maps benutzt, um den Stau zu umfahren. Das ist eine künstliche Intelligenz. Das sind Algorithmen, die dahinter liegen, die mir helfen, das idealerweise relativ schnell zu tun. Sie haben über die Partnerwahl gesprochen. Sie haben über vorgeschlagene Ferienorte gesprochen, über die Art, wie man dahin kommt. Jetzt packen wir nur das mal zusammen. Sie können ja auch mit dem Partner oder der Partnerin, die Ihnen von einem Algorithmus vorgeschlagen werden, in den Ferienort fahren, der Ihnen von einem Algorithmus vorgeschlagen wird, und dafür das Verkehrsmittel nutzen, das auch von einem Algorithmus vorgeschlagen wird. Und schon haben wir eine nächste Komplexität. Und wir sind nur beim In-Urlaub-Fahren mit einer anderen Person. Es kann sehr schnell sehr viel komplizierter werden. Und darüber rede ich heute. Jetzt kann man sagen, vielleicht kann künstliche Intelligenz tatsächlich die demokratische Repräsentation verändern. Ich sage mal noch nicht verbessern, weil das ist etwas, was wir vielleicht am Schluss mal diskutieren sollten. Aber verändern wird sie sie, und vielleicht kann sie sie auch zum Guten verändern. Man muss nur bei jeder Auseinandersetzung mit Demokratie natürlich im Blick behalten, dass Demokratie immer Kompromisse machen muss. Die perfekte Entscheidung gibt es nicht in der Demokratie. Es gibt nicht die Entscheidung, die die ideale Repräsentanz der Interessen eines jeden Einzelnen bedeutet. Und deshalb habe ich Ihnen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, hier auch nochmal das schöne Zitat von Winston Churchill von 1947 mitgebracht, wo er darüber eben spricht, dass es sehr viele Regierungsformen gibt, sehr viele unterschiedliche, die auch ausprobiert worden sind unter den Bedingungen der menschlichen Unzulänglichkeit, aber dass die Demokratie eben auch nicht perfekt oder allwissend ist, aber möglicherweise die beste aller irgendwie immer schlechten Regierungsformen. Und das ist ein wichtiges Zitat, weil man sich das im Kopf merken muss, um einschätzen zu können, wenn wir über die Anwendung von künstlicher Intelligenz reden, dann stellt sich immer die Frage, wo wenden wir diese Technologie an, zu welchem Zweck wenden wir sie an, und glauben wir, dass wir wirklich eine gesamte Regierungsform, eine gesamte politische Verfasstheit einer Gesellschaft damit verändern können, oder geht es eigentlich nicht eher darum, dass wir gucken müssen, wo gibt es Hebel der Verbesserung in einzelnen Teilen unseres demokratischen, unseres politischen Systems, ohne dass wir vielleicht gleich das große Ganze anfassen. Aber wenn Sie natürlich sich überlegen, was für Daten eine Demokratie erzeugt und was man damit tun kann, wenn man analytisch versteht, wie die Präferenz von Menschen, von Bevölkerungsgruppen aussieht, dann wissen Sie sehr genau, warum das nicht nur gesellschaftsverändernd ist und dann unter Umständen auch immer als ein großes Geschäftsmodell angesehen wird. Und das Beispiel dieses Geschäftsmodells haben wir im Facebook- und Cambridge Analytica-Skandal im amerikanischen Raum sehr deutlich zur Kenntnis nehmen können. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis hinein und fragen uns, wenn man historisch sieht, dieser Gedanke existiert schon seit mehr als 50 Jahren, dass wir Computer, Maschinen, künstliche Intelligenz nutzen können, um Demokratie zu simulieren, um Wahlen zu simulieren oder gar durchführen zu lassen. Was ist das denn eigentlich, was da passiert? Was macht das mit Ihnen und wie sehen Menschen das eigentlich? Das wollten wir etwas genauer wissen, und deshalb haben wir eine relativ große Studie in St. Gallen gemacht, in 4 Ländern, wo wir gesagt haben, wir wollen verstehen, wie die soziale Akzeptanz eines solchen Modells ist, denn soziale Akzeptanz entscheidet ganz wesentlich darüber, ob eine Technologie zum Tragen kommt oder nicht zum Tragen kommt. Und wir haben mit diesem theoretischen Szenario gearbeitet, dass die Regierung des jeweiligen Landes eben ein von KI gesteuertes Wahlsystem einführt, das ständig unterschiedliche Daten über jeden einzelnen Menschen sammelt, um eben die jeweiligen Meinungen, Ideen, die politischen Präferenzen herauszufinden. Und auf der Grundlage dieser Informationen werden dann eben die entsprechenden politischen Vorschläge durch die KI errechnet, entwickelt, und dann wird der jeweilige Mehrheitsvorschlag dann in ein Policy Proposal oder in ein Gesetz übersetzt, und dann hätten wir eigentlich ein automatisiertes KI-Wahlsystem, das dann unsere Stimme abgeben könnte, ohne dass wir noch tätig werden müssten. Das könnte man sich auch vorstellen, dass das halt über den Zeitraum der Jahre immer wieder passiert, sodass man auch ein bisschen dynamischer damit umgehen kann, sodass das also ein Szenario wäre, wie eine solche KI-Wahl aussehen könnte. So, und jetzt würde ich gerne mal einmal hier im Raum den Versuch mal machen. Wenn Sie mal das überlegen, würden Sie ein solches System für sich akzeptieren? Könnten Sie sich das vorstellen? Wer sagt da ja?
Eine Person. Darf ich Sie mal fragen? Nein, das ist super. Ich finde das großartig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ankriege. Sagen Sie mal, warum Sie ja sagen. Weil ich mir vorstellen kann, dass eine Beobachtung von Eigenschaften und Gedanken, die ich habe, in der KI teilweise besser in Erinnerung bleibt, als ich zum Beispiel selbst durch Emotionen, durch Veränderungen oder Wahrnehmungen, die ich wahrscheinlich jetzt kurz vor einer Wahl habe, vielleicht besser umsetzen kann. Wenn ich Sie richtig verstehe, ich nehme Ihnen das wieder ab, wäre das ja fast ein Plädoyer, dass das eine korrektere und auch vielleicht fairere Repräsentation Ihrer eigentlichen Präferenzen sein könnte. So, jetzt gucken wir uns mal an, was in den vier Ländern, wo wir diese Umfrage gemacht haben, jeweils repräsentativ für die Online-Bevölkerung rausgekommen ist. Vielleicht nicht so überraschend, Singapur mit fast 40% Akzeptanz ganz oben, Schweiz neutral wie immer, 37 dafür, 37 dagegen. Immer noch 37% Akzeptanz eines solchen Systems. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich meine, in anderen Umfragen denkt man, ja, ein Drittel. Aber ein Drittel für eine KI-Demokratie, das ist schon wirklich viel. Vereinigte Staaten, 37% auch, immerhin Akzeptanz. Aber total gespalten, auch keine Überraschung, 45% hoher Wert der Nicht-Akzeptanz. Griechenland, sehr niedrige, Viertel ist immer noch etwas, aber deutlich niedrigere und deutlich Akzeptanz, deutlich höhere Nicht-Akzeptanz. Was bedeutet das denn, wenn man ein solches System, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, einführen würde? Über welche Auswirkungen muss man zumindest potenziell mal nachdenken? Eine Frage, die wir uns sofort stellen müssen, ist, und das ist ganz schön zu dem, was die Kollegin gerade gesagt hat, reden wir eigentlich immer über das Gleiche, was dadurch durch KI analysiert und dann zu einem Entscheidungsprozess geführt werden muss? Nein, das tun wir nicht. Es gibt einen ganz grundsätzlichen und wichtigen Unterschied zwischen Präferenz und Verhalten. Wir können ganz viele Präferenzen haben. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich mich auch so verhalten muss. Also um es konkret zu machen, ich kann sagen, ich bin grundsätzlich politisch aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Klimaproblem eher auf grün eingestellt. Ich kann mich aber in der Wahlkabine hinstellen und sagen, heute habe ich das Gefühl, ich möchte anders wählen. Ich wähle jetzt die CDU, die SPD oder die FDP. Diese Freiheit habe ich. Wie geht man mit einer solchen Freiheit um, wenn wir ein präferenzbasiertes Datenanalytik-System haben, eine KI, die das analysiert? Wie oft analysiert die das? Und was passiert mit unserer Freiheit, dass die Präferenz und die Wahlmöglichkeit eigentlich immer zwei Entscheidungsoptionen sind, die wir als Menschen immer haben? Wir können Präferenzen haben, ohne dass sie mit unserer Wahl übereinstimmen müssen. Ich kann auch einen Partner wählen, mit dem ich unglücklich bin, aus Gründen, was auch immer, weil es vielleicht gerade passender ist oder weil er oder sie viel Geld hat oder whatever. Es gibt ganz viele Gründe, dass wir Wahlen treffen, die nicht unseren Präferenzen entsprechen. Und dann kann man sagen, eine KI führt unsere Verhaltensweisen mit unserer Präferenz zusammen. Aber ist das nicht schon der erste Einschnitt in unsere menschliche Freiheit, der da passiert? Zweiter Punkt. Was ist eigentlich mit Nichtwählen? Wir beschweren uns darüber immer. Es gibt zum Teil 50% Nichtwahlquote. Menschen, die sich der Demokratie insofern verweigern, als sie sich verweigern, ihre Stimme abzugeben.